Arcane Studios. Und damit herzlich willkommen zu Prey. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Wie ist das überhaupt? Neuer Anruf. Bill Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Ja, wie in alten Zeiten. Drücke, um so zu öffnen. So, Inventar. Naja. Ups. Kann man hier was lesen? Nee. Erstmal aufräumen hier. Hallo, auch die Putzfrau kommt gleich. Na? Jetzt. So, wenn die Putzfrau kommt. Der Boden. Muss der Boden. Frei sein. Okay. Kochen. Oh, cool, ey. Lass mal alles in die Küche, was in die Küche gehört. Was ist das? Herzlichen Glückwunsch, Morgan. Alex. Echt so viele Bücher.
mega fett, Skeeten. Ist der eigentlich so pixelig? Also wenn im Jahr 2032 alle Flatscreens so aussehen, ja dann Prost Mahlzeit. Spielen kann man auch nichts. Drei neue Nachrichten. Gratulieren, willkommen. So, Lieferung. Von Alex am Morgen, okay. Okay. Wieder von Alex. Okay, zurück. Sonst haben wir nichts. Was ist das? Oh, Schrott. Oh, Kabel. Synthese und Erzeugung natürlicher Sprache. Kapitel 3 und so. Okay. Was haben wir hier noch? Installation neuer Mods. Entfernen Sie neue Mods aus dem vakuumversiegelten Behälter. Drücken Sie um. Okay. Hm, Uniform. Jetzt gucken wir erstmal hier noch hin. Oh, durchsuchen. Ich kann ich Sachen da einlegen? Cool. Ja. Ja, weit gekommen. Erstmal duschen. Naja. Mit Zocken gehen wir duschen. Oh, guck, wir haben sogar Licht. Na gut. Boah, krass, Alter. Aber wir wissen ja schon. Ne? Da, ja, da. Okay. Mm-hmm.
anlaufig. Guten Morgen, Mr. Yu. Was denn du da? Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Möchte leuchten. Diese Dinger können tückisch sein, wissen Sie? Und sonst? Sie müssen den Aufzug nehmen. Ach, den Aufzug? Den Gang runter. Aber das wissen Sie bestimmt, vermute ich. Meine Etage, das sind wir jetzt. QE können wir uns lehnen. Mr. Hill, machen Sie sich's gemütlich. Gleich geht's los. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Hallo, Dr. Yu. Hallo. Ich bin ein Sybil 495 Wissenschaftsoperator. Wir sind alle gespannt, wozu Sie fähig sind, Dr. Yu, zumindest ich. Transtar hat über ein Dutzend hochmoderne Anlagen auf dem Planeten. Mehr, wenn man die des ganzen Erde-Mond-Systems zählt. Meine Instrumente sind für Echtzeitanalysen mit hohen Datenmengen kalibriert. Keine Sorge, ich verpasse nichts. Unsere Forschung fordert oft lange und immense Konzentration. Ich gebe Ihnen nach dem Test ein psychoaktives Aufputschmittel, wenn nötig. Wie lange wird das wohl dauern, bis er mal wieder was wiederholt? Bald werden Sie sich auf einem Shuttle zur Talos 1 befinden. Alle unsere Labore erfüllen die Mindestsicherheitsanforderungen. Seltsam. Das ist noch nie passiert. Ich muss eine Wartung beantragen. Entschuldigen Sie, Dr. Yu. Ihr Bruder wartet sicher schon auf Sie. Der Aufzug wird Sie direkt in den Testbereich bringen. Jetzt kann ich nicht mehr drücken. Okay.
Will den. Willkommen, Morgan Yu. Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Morgen. Endlich. Bruder? Hey. Diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich. Aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Wissenschaftliche Methode. Testing Rooms. Topf. Guten Morgen, Norman. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Ja, ich... Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine? Nein? In Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Cool. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Hallo? Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Gute Arbeit.
Sehen Sie auf den Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Na, Urlaub. Sobald Sie bereit sind, Morgan. Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Wurden für Ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Ich habe Angst, ich weiß nicht, was passieren wird. Ne, wir sind zum Tode verurteilt, okay. Ich bin wütend. Niemand hat das Recht dazu. Naja. Das war's wert. Ja. Ja, das war's wert. Nicht einfach. Ein führerloser Zug führt auf 5 Menschen zu, die das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch das andere Gleis ebenfalls ein Mensch gefesselt. Gleis wechseln. Gut, weiter. Führerloser Zug führt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig in extrem dicken Haaren. Wenn sie auf das Gleis stoßen, kommt Zug rechtzeitig zum Stehen. Ja. Fast geschafft. Den dicken Mann wieder stoßen. Aber den haben wir ja eigentlich jetzt nicht. Sehr gut. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Oh. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Nein. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay.